So, weiter geht's in der Liga und ja, wer ist denn unser heutiger Gegner eigentlich? Das müssen wir jetzt gerade mal rausfinden. Mit dem 4-0 in Köln haben wir uns natürlich wieder so ein bisschen Luft verschafft. Sind wieder 5 Punkte auf den Tabellenzweiten. Aber wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wer der nächste geht. Der ist in Freiburg. Okay. Das kann ja nur ein Heimspiel eigentlich sein. Aber wir hatten ja das erste Spiel in Köln. Das heißt, es kann eigentlich jetzt nur das Heimspiel gegen den SC Freiburg sein. Genau so ist es. Ja, auf geht's. Gehen wir rein ins Match. Let's go. Ja, wir wollen natürlich jetzt weitergehen. So. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn in den letzten 3 Spielen konnte er 3 Tore verbuchen. Geht das für ihn so weiter? Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie auf geht's ins Match. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen SC Freiburg. Wir sind also zu Gast in Also, wir wollen natürlich den Sieg hier rausholen, das ist der Tabelle 14. Da sollten 3 Punkte eigentlich Pflicht sein. Aber Richter kommt hier nicht zum Abschluss. Abgefangen, gut gemacht. Aber wie gesagt, auch da können wir haben auch schon mal gegen Tabellen 18 verloren in unserer ersten Bundesliga-Saison. Also aufpassen. Ja, gut gemacht. Und gibt jetzt die Führung. Und ab damit. Ballverlust Marco Reus. Gut gemacht da, diese Grätsche war gut. Zuletzt gewonnen, das soll heute so weitergehen. Vielleicht die Führung jetzt. Naja, hat keine Chance, da an den Ball zu kommen. Freiburg macht den Druck am, macht gerade am meisten Druck hier. Hazard. Hat sie eigentlich alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge. Reus. Kein Tor, keine Führung. Super Tackling. Der ist momentan noch nicht so wirklich angekommen hier. Okay. Wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der neue Spielstand damit 1:1. Richter. Gespielt sind 12 Minuten. Kommt aber als Verteidiger da ohne Probleme vorbei. Hazard! Ein guter Block hier. Einwurf Schalke. Dann Da Costa. Kann kein Abseits gewesen sein. Da Costa, Burkhardt und der Keeper verhindert. Ecke kommt in den 16er. Erneut Ecke. Nächste Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Savic kommt auch nicht hin. Burkhardt. Er wirft sich in den Schuss. Abgeblockt. Sein Ball. Latza. Latza. Und es gibt die Ecke. Und den Freistoß ja, Quatsch. Die den Freistoß natürlich. So, was gibt der Schiedsrichter da? Gar nichts. Na, Manu. Ich brauche einen Linksfuß vielleicht. Ich habe aber keinen wirklichen Linksfuß. Schwach. Er hat den Ball. Richter. Ganz energisch. Jetzt könnte er flanken. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Nein, ah, nach einer guten halben Stunde noch nie wirklich was Zählbares passiert. Was für eine Aktion.
Und das ist die nächste große. Die Schalker vergeben gerade nur eine Chance nach der anderen. Nächste. Sechste oder siebte Ecke? Fragezeichen, nach gut einer halben Stunde. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Richter. Marco Richter. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ja, noch nichts Zählbares aus dieser ganzen Ecke. Macambo gegen Elvedi. Ja, war schon vorbei, den lässt er stehen. Das macht er richtig gut. Jetzt haben wir. Da war wieder die. Vecchino. Gut, gut gemacht. Ja, gut, da war eine gute Idee vom Richter, der jetzt mal den Burka mitnimmt. Der kann ja sprinten. Bockert! Momentan gibt es keine wirkliche. Reus, Aluminium. Also 44. Minute, die Schalker sind haushoch über. Nein, das war doch ja nicht. Meiner Meinung nach keine. Kein Foul, aber gut. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr. So, jetzt vielleicht mal Marco Richter, der ein bisschen Tempo aufnehmen kann jetzt. Hat jetzt eigentlich gar keine gute Keeper vor sich. Vielleicht schwer, fällt jeder das als Sohl, da ist es doch. Tor Nummer 1 in dieser Partie, die verdiente Führung. Ja, es läuft für Sie, haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist richtig gut gespielt. Also zumindest doch noch kurz vor der Pause, das hochverdiente 1:0. Klar, beide haben einmal die Latte oder einmal Aluminium getroffen, Freiburger Pfosten, wir haben die Latte. Aber ich denke mal, allein mit den ganzen, mit den ganzen 6 oder 7 Ecken haben wir es eigentlich verdient. Jetzt mal in Führung zu gehen. Letztes Saisontor. Dann ist Hattert. Zur Pause steht 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten. So, Halbzeit Nummer 2 läuft. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. So, mal gucken, was in der zweiten Halbzeit noch passiert. Schaffen wir wieder so 4 Stück oder wird das diesmal knapp? Aber die Freiburger spielen ja auch durchaus mit. Ballverlust. Ah, Ballverlust. Hazard. Jetzt gibt es den nächsten Freistoß. Müsste er gelb geben. Nö, auch da sagt der Schiedsrichter. Nö, gibt es nicht. Geiger. Reus, den kann er mal. Jetzt hat er Platz, Reus. Und wieder der Keeper. Es ist momentan noch nicht das Spiel von Marco Reus. Richter. Ja, da ist Platz jetzt. Geblockt vom Verteidiger. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Kommt jetzt die Flanke rein. Reus, was macht er dort? Reus, jetzt ist es endlich auch passiert. 2:0. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Ich sage ja, auch ein Einwurf kann durchaus besorgen. Und das ist genau passiert. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die Nummer 21. Da ist Platz. Also, auf jeden Fall. Becker an der seine Seite zu sehr offen gemacht. Chance zur Flanke jetzt. Klasse, wie er das macht. Holt sich gut gelöst da. Vorne der Ball gewinnen. Glück gehabt. Klasse gearbeitet. Na?
Wieder ein Ballverlust der Schalker. Und das ist eine Riesenchance für Freiburg. Wenn Sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen Sie zu. Ah, da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Ja, definitiv kein gutes Ding. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Oh, gibt es noch Einwurf oder der gibt Einwurf für uns sogar? So, Bakambu, der angeschlagen war nach seinem am Anfang, hat das jetzt dabei dann raus. Ah, der Ball kommt. Nicht durch. Eigentlich habe ich gedacht, okay, das ist ein guter Ball nach außen auf Becker. Aber leider nicht. Jetzt kommen die Freiburger mit einem langen Ball. Und mit viel, viel Glück hauen die dann doch noch das 2 an. Demirovic. Ich habe eigentlich abgeschaltet bei dem Ding. Ich habe gedacht, ja, da passiert nichts. Der geht da vorbei. Nächster, der geht rein. 1-2. Das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Wir lassen ihnen da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Boah, was für ein Scheißding, Alter. Der geht am Pfosten, dreht sich dann immer wieder rein. Also 2-1. Das war viel Glück, dass Hazard durchkommt. Hazard! Super dazwischen gegangen. Ah, gut abgelaufen, Latzer. Guter Versuch, aber der Pass kommt nicht an. Hazard, der kann als Unruher zumindest ein bisschen dazwischen gehen, immer mal wieder. Hazard! 3-1! Genau, fühlt euch die Dinger. Wurde ja einfach gut. Aber eigentlich hat die Freiburg das Ding im Griff, das war nur ein scheiß Abschlag. Und der knallt das Ding einfach mal kurz ins lange Eck. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an. Aber nicht zu halten. Jeder sagt, zweites Saisontor. Steht es nun 3-1. So, zweites jetzt hintereinander. Auch endlich. Also Reus mit seinem ersten, Hazard mit seinem zweiten. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ja, der Konter kommt. Kommt jetzt die Flanke rein. Oh, der lässt da stehen. Der Ball kommt ja durch. Schade. Er holt sich vorne den Ball. Dani Latza. Marco Reus. Starkes Tackling hier. Ja, wie gesagt, eigentlich haben die. Nämlich ein Tor. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Eintracht Frankfurt. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind 82 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. 3-1 also. Kurz vor Ende der Begegnung. Gegen wen geht's als nächstes? Der nächste Gegner von Schalke heißt 1899 Hoffenheim. Hoffenheim, okay. Da müssen sie so spielen wie heute. Dann haben sie alle Chancen. Hazard! Mal ausprobieren. Hat er schon so ein Ding gemacht heute. Jetzt Eckball. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Boah, hat der Keeper momentan alles hier. Gute Aktion. Also die Ecken sind jetzt ungefährlich, was die. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Dann war's das. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Sie genau so ist es. Den knappen Sieg setzen sich. So, Hauptsache weiter. 3 Punkte sind 3 Punkte. Das kann man mir so mal eben mitnehmen. Wie so ein Traumtor. Es war hochverdient, muss man sagen. Also, die Freiburger können froh sein, dass sie noch höher verloren haben. Ja, und der nächste Gegner ist dann die TSG 1899 Hoffenheim. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und dann spielen wir Spieltag 22.